Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst aus der Kirche Atzmoos im Rheintal. Wir kommen zu Ihnen nach Hause, da es besser ist, dass Sie zu Hause bleiben und dass wir bei Ihnen sind, im Fernsehgottesdienst. Jesus meinte, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und das ist der Leitsatz dieses Gottesdienstes. In unserem Gesangbuch finden sich wahre Schätze. Wir sammeln uns zum Gebet bei Nummer 796. Du großer Gott, kein Tag, keine Stunde vergeht, da nicht dein Name angerufen wird. Betende Hände erheben sich über das ganze Erdenrund. In tausend Sprachen, aus tausend Nöten, bittend, flehend, suchend. Lass diese Hände zueinander finden, wie Glieder einer Kette, damit wir einander stärken im Glauben und ermutigen zur Hoffnung. Dein Reich kennt keine Grenzen, darum hilf uns, die eigenen Grenzen zu überwinden und in der Freude an dir eins zu werden, zur Ehre deines Namens. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stellen Sie sich vor, wir würden im Juni 2021 an einem sonnigen Nachmittag in einem Straßencafé sitzen. Wir denken an die apokalyptisch anmutenden Bilder der menschenleeren Großstädten und den erschreckenden Bildern der überfüllten Intensivstationen zurück. Das Coronavirus hat uns geprägt und unser Leben verändert. Die ganze Welt sieht nach der tiefen Krise heute ganz anders aus. Große Einschnitte bewirken sowas. Wir erinnern uns noch an all die schrecklichen Nachrichten, die uns in der ersten Zeit der Krise bombardierten. Irgendwann, nach einiger Zeit, wurde es nicht mehr so wichtig, wie viele Leute sich infiziert hatten. Wir spürten vielmehr, dass etwas geschah, was auch uns selbst hätte treffen können. Und so wurden wir jeden Tag dankbarer, dass wir und unsere Lieben noch am Leben waren. Die Lage wurde so dramatisch, dass man sich gar nicht mehr von den Verstorbenen verabschieden konnte. Denn sie wurden in Lastwagen wegtransportiert. Die Wirtschaftslage verschlechterte sich massiv. Einige verkrafteten den Lohnausfall, die Angst nicht. Das reine Überleben wurde für sie ein zu schweres Joch. Und die Folgen waren schwerwiegende, verzweifelte persönliche Entscheidungen. Andere lernten mit der Zeit, dass wir alle aufeinander angewiesen waren, auch auf Leute, mit denen wir sonst ganz selten zu tun hatten. Wir entdeckten interessante Menschen. Wir wurden Freunde in der Not. Man passte aufeinander auf. In den großen Wohnhäusern redete man miteinander zu bestimmten Zeiten von den Balkonen aus. Wohnhäuser wurden zu Gemeinschaften. Wir selbst blieben zu Hause, um die Seuche einzudämmen. Und oft hörte man Leute, die sangen und Musik machten und für die Ärzte und das Pflegepersonal in den überfüllten Spitälern klatschten. Gezwungenermaßen zu Hause lernten viele von uns, wie man mit ganz wenigen Mitteln die Kinder zum Spielen brachte. Das taten wir vor der Seuche doch fast nicht mehr. Und heute möchte man das nicht mehr missen, dass wir mit unseren Kleinen gespielt haben. Und plötzlich wurde es ganz, ganz wichtig, alle zusammen am Mittag und am Abend am Tisch zu essen. Niemand musste noch mal kurz wegspringen mit einem Sandwich in der Hand. Wenn wir so zurückblicken, hat sich so vieles verändert. Wir genießen nach all den Monaten in unseren vier Wänden wieder einen Spaziergang. Wenn jemand etwas organisiert, dann feiern wir wieder mit großer Freude. Dadurch, dass wir auch wussten, was mit unseren alten Freunden passierte, dann wollten wir sie hören. Wir telefonierten wieder miteinander. Sehr lange oft. Miteinander zu reden ist überhaupt wichtiger geworden. In den Haushalten konnte man nicht einfach bei Schwierigkeiten das Haus verlassen. Nein, man musste bei Unstimmigkeiten alles ausdiskutieren. Viele von uns haben es geschafft. Oft gab es auch Aggressionen. Das hörten wir. Das tat uns weh, war uns nicht mehr gleichgültig. Die große Krise hat nicht nur unser Leben, sondern auch die Welt verändert. Es gibt wieder blaue Himmel. Und die Städte stinken nicht mehr so stark. Der Verkehr hat sich reduziert. Und das Leben hat sich verlangsamt. Wir müssen nicht mehr immer überall hin. Es geht auch einfacher. Als in Venedig die Schwäne die Kanäle wieder belebten, kam das erste Anzeichen, dass die Natur ihre Orte auch in den
Städten wieder zurückeroberte. Heute gibt es Vögel in jedem Park der Großstädte. Und weil wir unsere Felder nicht mehr düngen konnten, gibt es wieder Feldblumen überall. All das möchten wir heute nicht mehr wissen, nach einem Jahr. Es ist noch nicht alles wieder aufgebaut, aber wir bleiben dran. Wir tragen Verantwortung, wie es unserer Erde geht. Früher redeten wir viel darüber. Es gab Streitigkeiten und Aggressionen. Heute tun wir es einfach. Es hat sich so vieles verändert. Nationen haben sich zusammengetan und ein medizinisches System aufgebaut, das Protokoll entwickelt hat, die für alle Länder gelten. Wir sind so weit, nach dieser schlimmen Erfahrung, dass wir Virologen an höchster Stelle haben und so gegen eine neue Seuche schnell und effizient gegensteuern können. Das Geld, das wir bisher in die Verteidigung investiert haben, haben wir in ein global effizientes Gesundheitssystem verlagert. Wir konnten nicht anders. Unsere Wirtschaft ist immer noch sehr angeschlagen. Wir haben viel verloren. Aber wir leben noch, das ist das, was zählt. Wir haben letzten Endes, dann, als es ganz schlimm wurde, wirklich alle zusammengehalten. Leute und Regierungen. Wir produzieren langsam wieder Güter, aber anders. Es gab Versuche, den wirtschaftlichen Aufschwung wieder wie früher zu pushen. Wir haben uns dagegen gestellt. Nie wieder kopflos wegen des Geldes. Das Gegenüber wurde wichtig. Wir benutzen die Technologie sinnvoll. Nicht mehr auf Kosten der Arbeitsplätze. Es wäre doch einfacher gewesen. Jetzt konnte man doch alles via Computer erledigen. Nein, wir waren dagegen. Arbeitsplätze gingen sehr wenige verloren im Verhältnis zum Ausmaß des Schadens. Wir haben gesehen, wie wichtig für uns die anderen waren. Ohne das Gegenüber, das uns in einem Schwatz auf dem Balkon Mut machte, hätten wir es nie geschafft. Wir denken wieder lokal und handeln aber global. Wir sind eine Menschheit, die an verschiedenen Orten auf dieser Erde lebt. Alle Länder haben die große Krise erlebt. Aber gerade Corona hat uns dazu gebracht, solide, solidarische Weichen für unsere Zukunft zu stellen. Hier sind wir, ein Jahr nach der Seuche, und schauen in unsere Gegenwart, die wirklich besser ist als unsere Vergangenheit. Wenn das nicht das Resultat der Nächstenliebe ist, was denn sonst? Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Amen. Thank you.
Wir sammeln uns zu einer Fürbitte. Großer Gott, wir bringen vor dich alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte tröste jene, die jetzt trauern. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung. Schenke den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. Wir beten für alle, die in Panik sind und für alle, die von Angst geplagt werden. Wir beten um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht und für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. Guter Gott, wir bringen vor dich alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Sanftmut. Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Mach uns dankbar für jeden Tag, an dem wir gesund sind. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir aus dieser großen Krise lernen, mit unserem Leben, unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unserer Umwelt anders umzugehen. Lass uns lernen, dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft laut daherkommt. Mach uns dankbar für vieles, was wir in Krisenzeiten so schnell übersehen. Lass uns miteinander eine neue Welt entstehen lassen. Wir vertrauen dir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir empfangen jetzt den Segen Gottes. Geht hin in der Kraft, die euch gegeben ist. Einfach, leichtfüßig, zart. Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geist geleite euch. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag.